Hallo und herzlich willkommen, seid gegrüßt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nach langer Abstinenz wird es mal wieder Zeit für ein Hotel-Review. Ich stehe hier in Mönchengladbach, ganz nah von zu Hause, vor dem Palazzo Hotel an der Hindenburgstraße. Das Ganze hier unterhalb vom Bahnhof, untere Hindenburgstraße, so ein bisschen so eine Stichstraße rein. Ja, ich bin noch ein bisschen früh. Ich hatte zwar angefragt, ob es eine Möglichkeit eines etwas früheren Check-ins gibt, denn laut der Buchung ist Check-in ab 16 Uhr und ja, das wird mir ein bisschen arg spät, aber jetzt haben wir gerade erst kurz nach zwei. Von daher werde ich mich jetzt noch mal so ein bisschen hier in die Gegend bewegen und mir das Umfeld angucken, das ich ja eigentlich kenne als Halbgladbacher oder fast Gladbacher hier direkt aus der Nachbarschaft. Ja, wie ich hier gelandet bin, warum ich in Mönchengladbach ein Hotel gebucht habe, obwohl ich direkt nebenan wohne und was das alles auf sich hat, das erfahrt ihr natürlich im Video. Ich hoffe, es interessiert euch und ihr bleibt dran. Nach dem Intro geht's weiter. So, Freunde, da sind wir im fünften Stock vom Palazzo Hotel. Licht scheinen wir hier keins zu haben. Hier ist ein Kartenslot, das ist schon mal sehr interessant. Aber es gibt einen Schlüssel für die Tür und keine Karte. Von daher, ja, schon mal sehr fraglich, wie das denn sich hier gestalten soll, aber mal einen Schalter und da geht auf jeden Fall ein Licht. Das scheint wahrscheinlich das einzige Licht zu sein, was wir hier haben in der Bude. Nun ja, also nachdem was ich jetzt da unten schon für Eindrücke gekriegt habe, erwarte ich nichts Gutes mehr. Das Ganze hat irgendwie so Vibes von Blackpool, von den englischen Hoteltester-Kollegen, die da immer die untersten Schuppen reviewen. Irgendwie fühle ich mich auch gerade so ein bisschen depressiv. Ja, wie bin ich überhaupt hier gelandet? Jetzt kommen wir mal zum Punkt. Wieso bucht sich einer, der direkt nebenan in Viersen wohnt, in Gladbach ein Hotel? Ganz einfach. Mit meinen ehemaligen Arbeitskollegen wollten wir uns heute treffen und wir wollten ja abends rausgehen, was essen, was trinken. Und ja, dann weißt du nicht, wie spät es wird und abends fahren dann nur noch alle sieben Pfingsten mal Busse in unsere Richtung und ja, so ab 11 Uhr ungefähr ist dann komplett Niente, dann ist Schluss, dann kommst du nicht mehr weg. Und letztes Mal, wie ich mit meinen Kumpels zu meinem Geburtstag in Köln war, wenn ihr das noch nicht geguckt habt, guckt da mal in die Ecke. Das lohnt sich vielleicht auch mal reinzuschauen. Ja, da bin ich dann mit Christian noch mit dem Zug nachts bis Viersen gefahren. Und dann haben wir uns in Viersen ein Taxi genommen und sind dann nacheinander ausgestiegen, Christian als zweites, und haben bezahlt von Viersen mit einem kleinen Zwischenstopp bis zu Christian in Dülken knapp 30 Euro. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt mitten in der Nacht von Gladbach nach Viersen, Taxi, dann bin ich wahrscheinlich dicke 40 Euro los. Und ja, da ich ja sowieso im Moment ein bisschen Shortage an Videos habe, habe ich gedacht, warum nutzt du das nicht, wenn du eine günstige Übernachtungsmöglichkeit finden kannst. Da direkt mal ein kleines Review draus zu machen, vielleicht eben auch mal für Leute, die von außerhalb nach hier kommen,
wollen und nicht wissen, was sie hier an Hotels erwartet. Ich meine, wir haben hier auch tolle Hotels, keine Frage, aber es sollte natürlich jetzt auch kein Vermögen kosten. Und dann hatte ich geguckt und dann gab es hier für 53,99 ein Zimmer. Und dann habe ich gedacht, komm, ob du jetzt 40 Euro für ein Taxi bezahlst oder 54 und du bist vor Ort, du kannst mit den anderen mit der S-Bahn bis Gladbach zurückfahren, heute spät und dann kannst du hier flott rübergehen, dich auf die Koje legen und bis morgen früh in Gladbach kannst nett was frühstücken und noch was einkaufen und allem. Da fand ich das so bequemer. Ja, und dann bin ich halt hier auf dieses Palazzo Hotel gestoßen. 53,99. Sieht im Internet gar nicht so schlecht aus. Die haben wohl in Willich auch noch ein Haus. Das heißt, glaube ich, Komforthotel oder das heißt irgendwie anders auf jeden Fall. Ja, und das sah auf den Bildern ganz vertretbar aus. Und ich denke, komm, guck dir das mal an. Viel erwarten kannst du nicht. Und das ist dann auch hier schon bestätigt worden. Ich bin jetzt hier angekommen, da aus einigen Zimmern hängen irgendwelche Bettlaken oder was zum Trocknen raus. Dann bin ich unten rein, die Tür steht offen. Die Rezeption sieht nicht aus wie eine Hotelrezeption, sondern mehr wie eine Rumpelkammer. Da steht ein Flasch Putzmittel, ein altes Kopfkissen oder sowas, alles Mögliche. Dann kam eine junge Frau, ich weiß nicht, ob die hier Gast ist oder ob die zum Personal gehörte. Die grüßte mich auf jeden Fall freundlich, ging an mir rein und ging an mir vorbei und ging draußen eine rauchen. Dann kam ein junger Mann runter, der war definitiv vom Personal. Der ging sich dann an der Rezeption irgendwelche Schlüssel holen. Der ist wahrscheinlich hier vom Housekeeping. Ging dann mit irgendwelchem Müll nach hinten. Dann kam er wieder nach vorne. Dann ging er in den Nebenraum, hat sich sein Handy geholt, hat sich im Frühstücksraum gesetzt und angefangen am Handy zu daddeln. Kommt aber nicht auf die Idee, mal zu fragen, kann ich Ihnen helfen? Warten Sie auf jemand oder soll ich meine Kollegin rufen? Ja, und dann kam eine Dame aus dem Aufzug zu einer leichten Gehbehinderung. Sehr nette Frau, die kam dann zur Rezeption, fragte dann direkt, ob ich schon lange gewartet hätte. Ich sag nein, ein paar Minuten. Ja, sagt, ich war gerade Zimmer checken und da war ich jetzt nicht unten. Ist ja auch gar kein Problem, nur ich sag mal, es wäre dann halt gut, wenn man irgendwie ein Schild unten hinstellt oder eine Möglichkeit hat, denjenigen irgendwie da mit einem Telefon oder so zu rufen oder so. Gibt ja mittlerweile so Türklingeln, die könnte man ja auch auf die Rezeption kleben, wo man dann drücken kann und dann klingelt bei der Handy oder so. Das gibt's ja alles, das geht ja technisch alles, warum man dann da als Gast steht und nicht weiß, kommt jetzt irgendwann jemand oder nicht. Auf jeden Fall war sie super nett und hat dann auch direkt meine Buchung gesucht und ja, Check-in war hier für 16 Uhr angegeben. Das wäre mir aber arg spät gewesen, weil um 17 Uhr wollen wir ja schon losfahren. Und ich wollte ja mein Review noch machen und alles Mögliche. Ja. Dann hat sie gesagt, nee, wäre gar kein Problem. Zimmer wären jetzt auch alle soweit fertig. Wahrscheinlich saß der deswegen auch jetzt unten mit seinem Handy. Der war jetzt fertig. Und sie könnte mir jetzt auch schon ein Zimmer geben. Ob ich Treppen laufen könnte, ja, ich sage, ist kein Problem. Ja, sagt sie, dann gebe ich Ihnen ein Zimmer in der fünften Etage. Da können Sie bis zur vierten mit dem Aufzug fahren und müssen dann eine Treppe zu Fuß hochgehen. Aber da haben Sie dann auch Ihre Ruhe. Okay, da frage ich mich natürlich, wer wohnt denn sonst hier, wenn ich auf den anderen Etagen so gestört werde? Ich meine, so was ich hier eben draußen gesehen habe und so die Leute, die rein und rauslaufen, habe ich hier eher so den Eindruck, die anderen Etagen, das ist eine Flüchtlingsunterkunft oder so. So mit Hotelgästen, wie man sich das so glamourös vorstellt, hat das hier wenig zu tun. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt scheinbar hier die fünfte Etage für mich. Und bin wahrscheinlich der einzige Kurzzeitgast, der hier abgestiegen ist. Ja, hier oben auf dem Gang, wo ich jetzt bin, sind zwei Zimmer.
Ja, und jetzt habe ich euch genug erzählt und genug gelabert und jetzt gucken wir uns das Ganze hier mal an. Vielleicht mache ich mal ein bisschen den Vorhang auf, dann haben wir auch ein bisschen Licht, weil, wie gesagt, hier ist nur eine Funzel an der Wand. Ja, hier haben wir eine Tür. Informationen zum Brandschutz oder so haben wir hier nicht. Hier hing wohl mal irgendwas. Das ist fort. Ja. Zwei Lichtschalter haben wir hier, die aber nichts tun. Immerhin haben wir einen Kleiderschrank mit Türen. Das hast du ja heute schon mal in den Luxushotels nicht mehr. Und wir haben hier ein paar Ablagefächer. Da oben ein großes Ablagefach. Wofür jetzt da dieser kleine erhöhte Ablagebereich ist, wissen die auch selber nicht. Und wir haben einen Kleiderbügel, der aussieht, als wäre da einer mit der Dampfwalze drüber gefahren. Und das is ist nun ja. Geht auch nicht richtig zu. Also das Ding hat das auch schon hinter sich. Einen großen Spiegel haben wir. Der ist sogar sauber. Ja. Der Rest hier ist eher geht so. Ich glaube, der Staubsauger hat man hier auch nicht allzu gründlich geschwungen. Ja, besondere Werbung im Internet macht man, dass alle Zimmer mit einer Kitchenette ausgestattet sind. Wunderbare Ausstattung, ne? Also mehr kannst du nicht verlangen, ne? Eine gefliester Wand und ein Stück neuer Boden. Da war mal was. Wenn ich das jetzt nicht im Internet gelesen hätte, auf der Hotelbeschreibung, dass die hier eine Kitchenette in den Zimmern haben, dann hätte ich mich jetzt gefragt, was ist das da für eine Ecke? Aber so kommt es einem dann halbwegs bekannt vor. Hier ist ein Schrank. Auch kein Kühlschrank drin, also mit Kitchenette und Kühlschrank und alles tritratrolala ist hier nicht. Also bei weitem von der Ausstattung her nicht das, was sie versprechen. Hier liegen immerhin ein paar Informationen. Anleitung für Fernseher bei Programmausfall. Lässt also auch schon tief blicken. Ja, der Tisch hier, der hat auch bessere Tage gesehen. Und dann haben wir hier diese netten Erker. Ja, und das muss ich sagen, gerade hier vom fünften Stock aus ist jetzt schon glatt wieder nett. Ich gucke gerade, zu welcher Seite wir denn hier sind. Genau, wir sind mehr nach hinten raus. Nee, da ist Hindenburgstraße. Ich wusste gar nicht, dass hier so ein Gebäude ist mit so Glasdächern. Ja, siehst du, musst in Gladbach ins Hotel gehen, um so Sachen zu entdecken. Ja, das siehst du natürlich so von unten ja gar nicht. Ja, hier haben wir auch eine Fluchtmöglichkeit. Ich weiß nur nicht bis wo. Also ich würde mich hier nicht unbedingt runter bewegen. Hoffen, dass uns das erspart bleibt. Ja, und jetzt haben wir hier dann Nachtschränkchen. Geht. Geht auch. Ja, ist halt alles massiv abgenutzt, ne? Also das sieht auf den Bildern online deutlich besser aus. Ja, hier haben wir zwei Stühlchen haben wir. Auf einem habe ich ja schon gesessen. Paar Gummibärchen. Ich weiß nicht, was das immer mit den Gummibärchen auf sich hat. Ein großes und ein kleines Handtuch. Ja, immerhin kann man sehen, dass das Bett ist frisch bezogen. Man sieht halt hier die ganzen Falten vom
zusammenlegen. Also das ist definitiv frisch bezogen. Da muss man ja sonst auch schon einiges befürchten. Und dann werfen wir mal einen Blick in die Badkammer, wie der Niederländer sagt. Ja, das ist sogar halbwegs geräumig. Das riecht auch gut. Hier haben sie also irgendwas gesprüht oder hier. Ja, meine Güte, guckt schon an, was sie für ein Apparat reingehangen haben. Wahrscheinlich mehr Schein als Sein. Irgendwie riecht es ja auch, als hätte hier mal jemand drin geraucht. Ja, der Handwasch. Wie heißt der 24? Der steht hier drauf. Hier haben sie auch noch eine Dufterfrischer stehen. Der ist schon so eingetrocknet, der sie auch fortschmieden können. Ja, das ist hier schon aus der Verankerung gefallen. Das haben sie jetzt hier dann stehen. Da hängt noch was drin. Handhauthaar, das ist aber wieder von der Firma her wohl was anderes als hier. Ja. Sieht eher so ein bisschen zusammengewürfelt aus. Der Föhn, der sieht auf jeden Fall elektrisch noch halbwegs sicher aus. Du das, können wir wieder reinhängen. Hier haben wir auch noch mal was, ein Handtuch oder ein Duschvorleger, ich weiß es nicht. Ja, Dusche haben wir hier. Ja, ich meine, das sieht jetzt auf den ersten Blick, wir müssen gleich mal mit dem Schwarzlicht gucken, aber das sieht jetzt auf den ersten Blick jetzt nicht unmenschlich aus. Auch hier die Brause, ja, paar Wasserflecken drauf, aber ist jetzt nicht total verkalkt. Ja, hier der Heizkörper, das ist natürlich auch wieder so was, ne? Das ist jenseits von Gut und Böse. Da haben sie den Mülleimer so neben der Klojefropf, warum man den nicht da hinstellt. Das sind dann wieder so Ecken, wo keiner sauber macht. Wir haben Klopapier, wir haben hier noch Klopapier. Ist also schon mal besser wie nix. Ja, und ansonsten ist hier halt auch nichts an Amenities oder sonst was. Kannst du wahrscheinlich in so einem Haus auch nicht erwarten. Aber ja, Fernseher habe ich noch gar nicht erwähnt. Ja, der ist natürlich eine ordentliche Größe hier für die Zimmergröße. Und hier hast du das Bett und kannst vom Bett aus gucken, kannst ja hier ein Stühlchen hinstellen und gucken. Hier den Tisch kann man ja auch bewegen, kann den Tisch auch da hinstellen und den Stuhl in den Erker oder wie auch immer man denn will. Das kannst du schon aushalten hier. Auch hier der Arbeitsbereich, ich meine, der liegt jetzt in der Schräge und ist beschissen beleuchtet. Aber wenn man da ein bisschen mehr Liebe und Aufmerksamkeit rein investieren würde und hier irgendwie ein Lämpchen hinmachen würde und so, dann kannst du hier schon arbeiten. Dann ist jetzt nicht so, als ob hier gar nichts geht. So, jetzt hier ist eine Lampe. Jetzt muss ich doch noch mal gucken. Die tut das nicht. Nee. Ist natürlich jetzt nicht so. Ja, Licht wäre natürlich nicht schlecht gewesen, ne? Aber ja. Was willst du erwarten? Ich hole jetzt mal mein Schwarzlicht drauf, dann gucken wir mal im Detail. Und ja, dann schauen wir mal weiter. So, mal gucken, ob wir jetzt gleich die Desinfektionssprühdose auspacken müssen und hier erstmal alles bearbeiten müssen. Wir fangen am Waschbecken an. Also ein bisschen staubig, aber ist jetzt nicht. Das da hinten, das scheint eher von der Silikonfuge zu sein. Also hier ist auf jeden Fall ein Lappen lang gegangen. Ja, das ist überwiegend wirklich. Siehst du jetzt wieder, ist das Staub? Ja gut, hier ist auch, das ist auch Knöß hier, ne? Also das kannst du jetzt hier sehen. Das ist Knös, 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 Knös. Ja, also die Kacheln, die haben
zumindest da unten hier in Griffhöhe geht's. Aber alles, was so ein bisschen da drüber und da drunter ist, da ist dann kein Lappen mehr gewesen. Ja. Ja, hier auch, das ist alles so ein bisschen kalkig, unterschwellig, knösig. Ja, auch hier die Duschdinger hier, ne? Das ist natürlich was ganz Einfaches und dann auch noch total verkalkt. Ja, und hier um die Toilette rum. Nein. Das sieht natürlich schon nicht so schön aus. Ne? Hier, guckt ihr die Ecken da an. Hier ist auch wieder, hier ist so ein bisschen gemacht, hier wo die Leute greifen, da ist wohl irgendwann mal einer mit dem Lappen gewesen. Also wenn die jetzt hier die Zimmer gecheckt hat, dann hat die auch nur sehr oberflächlich geguckt. Ja, ich meine, hier, das ist wieder so das Typische, dass es auch abgenutzt, das Ding ist jenseits von Gut und Böse. Ist ja normal, alles erneuern. Ne? Man sieht das jetzt hier, wir haben hier ziemlich kalkhaltiges Wasser wahrscheinlich. So, hier die Kante von der Toilette, da ist auch nicht mit dem Lappen drüber gegangen worden. Und unten drunter auch schon länger nicht. Guck dir das an. Das sieht echt aus wie in England. Also, ja, also da kann man von sauber machen nicht wirklich reden. Das ist schon wirklich, ja, eins der schlimmeren Bäder, was wir in den Zeiten hier gesehen haben. Ja, ich sprühe jetzt hier mal gleich alles ein. Und dann hoffe ich, dass das halbwegs was bringt. So, ich habe jetzt hier mal so ein bisschen das Bett auseinandergenommen. Also, ja, das Kissen hier drin, das ist ziemlich fummelig. Da ist nicht mehr viel mit los, aber es sieht halbwegs sauber aus. Auch das Inlay von der Bettdecke, soweit ich jetzt geguckt habe, ist okay. Hier ist nur so ein Betttüschen drauf auf der Matratze, kein Matratzenschutz und nichts. Dafür sieht sie aber noch halbwegs vertretbar aus, muss man wirklich sagen. Hier oben ist ein Brandloch drin. Ich habe erst gedacht, ist es ein Blutfleck? Nein, es ist ein Brandloch tatsächlich. Ja, ne, ich meine, das geht. Das ist jetzt nicht abartig schlimm. Aber auch wenn man jetzt hier mal so guckt auf dem Teppichboden, hier ist nicht gestaubsaugt worden und nichts hier unten an dem Bett ist. An dem Bettrahmen ist knös. Das ist, ja, das ist schon. Also, ja, das ist. Ja, auch da, das ist alles hier verschlissen und kaputt. Gut, also ja, das ist wirklich, muss man jetzt sagen, als Zwischenfazit mal genommen hier, kann man jetzt wirklich sagen, you get what you pay for, also das ist wirklich so das Einfachste vom Einfachen. Man sieht jetzt hier so an der Gesamtausstattung, dass das Ganze wirklich mal ein Mittelklasse-Hotel war. Dass hier, ja, die Einrichtungsgegenstände und so, das passt alles zusammen. Das hat wohl auch mal alles irgendwie zusammengehört und ist hier mal als Hotel eingebaut worden. Da ist also nicht Tante Elli mal im Möbelabholmarkt gewesen und hat ein paar Möbel gekauft, sondern das ist schon hier. Die Stühle scheinen mal nachgekommen zu sein, die Beine da, die haben andere Farben und so. Aber der Rest, das ist hier schon mal ein Hoteleinbau gewesen. Aber so der Gesamtzustand ist einfach, ja, das ist unterirdisch, ne? Schmuddelig, runtergewirtschaftet, abgenutzt. Das ist also wirklich nur noch ein Hotel der einfachsten Klasse. Man kann hier übernachten, man kann es hier aushalten, sicher für eine Nacht. Es gibt Schlimmeres, aber es ist halt nicht ansprechend, sagen wir mal ganz ehrlich.
Dabei will ich es auch jetzt für jetzt belassen. Ich muss mich jetzt ja auch langsam fertig machen. Wir wollen uns ja gleich treffen und ja, ich habe jetzt noch das reichhaltige Frühstücksbuffet für morgen früh zugebucht. Es gab jetzt noch ein Problem, muss ich auch noch erwähnen. Irgendwie haben die ein Verbindungsproblem mit dem Kartenterminal, dass der keine Karten autorisiert im Moment. Und jetzt hatte sie mir aber trotzdem den Zimmerschlüssel gegeben und gesagt, das klären wir dann später mit dem Bezahlen. Also ja, das wird schon irgendwie dann klappen, hoffe ich mal. Sonst hole ich irgendwo Geld ab, das ist nicht das Thema. Aber ja, wie gesagt, da war sie jetzt auch freundlich und umgänglich, da kann ich gar nichts sagen, so vom Personal her. Aber der Gesamtzustand, der ist grenzwertig. Ich bin mal gespannt für 9,99 €, was es denn da für ein reichhaltiges Frühstücksbuffet gibt. Man wird sehen. Guten Morgen hier aus dem Palazzo Hotel Mönchengladbach. Ja, die Nacht ist schon wieder vorbei. Ich sehe vielleicht noch ein bisschen müde aus. Das liegt aber nicht daran, dass ich nicht gut geschlafen hätte, sondern vielleicht einfach noch weiter hätte schlafen können. Ja, insgesamt muss ich sagen, kommen wir erst noch mal kurz zu gestern. Ja, wie ich dann gestern mich auf den Weg gemacht habe. Da hatte mich dann wieder die Rezeptionistin angesprochen, nochmal einen Zahlversuch zu machen, aber irgendwie haben die keine Verbindung mit ihrem Kartenterminal und das lehnt dann sofort jede Karte ab. War jetzt für sie auch nicht weiter schlimm. Ich bin dann gestern noch kurz hier im Supermarkt was einkaufen gewesen, habe für alle Fälle ein bisschen Bargeld abgeholt. Falls es heute immer noch nicht funktioniert, dann kann ich da unten gleich bar bezahlen. Das passt dann auch soweit. Das kann passieren, das sind Dinge, steckt niemand drin. Und dann hatte ich sie dann gefragt, wenn sie noch jemand mit einem Staubsauger hier im Haus hätte, dann sollte sie den doch mal hochschicken und mein Zimmer mal kurz vornehmen. Das wäre vor dem Neubezug definitiv nicht gestaubsaugt worden. Ja, dann hat sie mir gesagt, sie hätte vom Reinigungspersonal keinen mehr da. Beziehungsweise sie hat mir gesagt, die Reinigungskraft ist jetzt nach Hause. Also ich weiß nicht, ob die 5 Etagen hier komplett von einer Reinigungskraft bespielt werden. Entweder ist die Bebuchungslage entsprechend, dass gestern nur einer da war, oder der muss sich hier doppelt und dreifach schlagen. Dann wundert mich natürlich nicht, warum die eine Ecke und Kante dann mal übersehen wird. Ja, sie hat mir dann allerdings, muss ich wieder sagen, die Frau, die ist schon bemüht. Was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, ja, sie hat halt sehr darauf reagiert, als ob sie es schon geahnt hätte oder so, ne? Also, wenn ich jetzt im Hotelbereich tätig wäre und mir sagt ein Gast, mein neu bezogenes Zimmer ist gar nicht gestaubsaugt worden, dann würde ich reagieren und sagen, oh, das dürfte aber eigentlich nicht sein oder da muss aber was schief gelaufen sein. Irgendwie hat sie das so zur Kenntnis genommen, wie ich ihr das gesagt habe, hat dann wohl angeboten, sie könnte mir ein anderes Zimmer hier auf der Etage anbieten, ich könnte das Zimmer wechseln. Ja, jetzt hatte ich A, keinen Bock mehr, nochmal nach oben zu laufen, hätte hier jetzt meine 7 Sachen wieder einpacken müssen, und hätte dann ins nächste Zimmer rüber gemusst. Und ich war ja quasi schon im Gehen, um mich mit meinen Leuten zu treffen. Und ich habe dann dankend abgelehnt, habe gesagt, ich zweifle auch dran, dass es jetzt in dem anderen Zimmer auf der gleichen Etage anders aussieht, wenn da die gleiche Reinigungskraft drin war. Nachteil hier ist natürlich auch, ich weiß jetzt nicht, wo und wie und was die überall ihre Sachen verstaut haben, aber hier oben geht halt kein Aufzug hin. So, und wenn du dann natürlich schon mit Bettwäsche und Handtüchern bepackt hier hochkommst,
dann kann ich mir gut vorstellen, dass man sich das mal steckt, hier jedes Mal das ganze Reinigungsequipment auszupacken, weil du halt hier nicht mit dem Aufzug raufkommst. Ist natürlich suboptimal. Aufzug ist auch sehr klein, also mit dem großen Reinigungswagen geht da auch schon nichts. Da musst du schon was sehr Kompaktes haben und dementsprechend haben die wahrscheinlich hier auch nur so das Nötigste an Equipment bei sich. Ja, das zu gestern noch. Hier in den Unterlagen steht halt drin, ab 22 Uhr käme man unten mit seinem Schlüssel rein. Das war aber nicht so. Sie hatte mir dann auch direkt gesagt, die ganze Nacht wäre Security unten an der Rezeption. Da war dann auch ein junger Mann diese Nacht. Und ja, von daher, das finde ich persönlich schon gut, weil man dann die Möglichkeit hat, wenn irgendwas ist, jemand anzusprechen. Ich hatte halt auch Sorge gehabt, wenn jetzt keiner mehr hier gewesen wäre, dann bis zum vierten Stock mit dem Aufzug zu fahren, dann bleibst du stecken und was ist dann? Ne, aber das war schon gut. Wir haben hier leider kein Telefon mehr. Das gab es wohl hier mal. Daran sieht man auch, dass das Hotel wohl mal aus einer etwas höheren Preisklasse stammt oder Ausstattungsklasse. Ja, das haben sie sich dann hier auch geschenkt. Braucht man heute ja auch nicht mehr. Man hat ja an sich ein Handy. Wäre halt gut, wenn man zur Rezeption hier oder zu der Security hier irgendeine Nummer liegen hätte, dass man im Bedarfsfall nachts da anrufen kann, wenn irgendwas wäre. Ja, Fernbedienung habe ich übrigens keine hier gefunden hier im Zimmer. Also mit Fernsehgucken und Programmausfall und Programme neu einstellen war hier nichts, weil hier hast du kompletten Programmausfall, weil du das Ding gar nicht erst am Laufen kriegst. Ja, das ist auch sowas, muss man eigentlich drauf achten, so ein Zimmer kann ich eigentlich nicht rausgeben, wenn ich weiß, da fehlen Dinge, ne? Aber hat wahrscheinlich auch keiner drauf geguckt. Sind alles so Kleinigkeiten, die sich da summieren, ne? Ja, Nacht war erstaunlich ruhig. Ich hatte ja schon Befürchtungen, wo es dann hieß, ja, ich gebe Ihnen ein Zimmer da oben, da haben Sie dann wenigstens Ihre Ruhe. So nach dem Motto, unser Hotel ist zwar nix, aber Ruhe haben sie, wenn sie ein Zimmer im fünften Stock haben. Ich weiß es nicht, das klingt so ein bisschen seltsam. Ja, aber es war hier wirklich ruhig und man hört ein bisschen, weil die Bahn hier halt direkt hintergeht, hinter dem Haus. Das hört man so ein bisschen, wenn dann Züge nachts fahren, aber auch nur sehr gedämpft. Ja, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass hier zwischen mir und der Matratze noch irgendein Matratzenschutz ist, den man waschen kann. Aber ja, wir hatten uns die Matratze ja angeguckt, die war ja weitestgehend sauber und die Bettsachen waren auch sauber. Ich habe, muss ich sagen, hervorragend geschlafen. Ich hätte, wie gesagt, heute Morgen noch weiter schlafen können. Ich hätte noch besser geschlafen, wenn ich hier ein Kissen gehabt hätte, was etwas Volumen gehabt hätte. Oder ein zweites Kissen, wo ich mich so ein bisschen mehr variieren hätte können beim Liegen. Ansonsten muss ich sagen, das Bett, das quietscht nicht. Und die Matratze hat für mich so die richtige Festigkeit, nicht zu weich, nicht zu hart. Das Oberbett hier, das hat die richtige Dicke, das ist angenehm. Also da kann ich gar nichts meckern. Geschlafen habe ich hier gut. Und ich habe jetzt eben um 8:30, wie ich aufstand, habe ich nebenan jemand gehört, der einen Schlüssel umschloss. Von daher nehme ich an, dass da scheinbar doch noch jemand hier oben auf der Etage wohnt. Oder es müsste schon das Housekeeping gewesen sein, die hier in dem Zimmer waren. Ja, ich gehe jetzt mal mir das reichhaltige Frühstücksbuffet angucken. Dann nehme ich aber nur mein Handy mit. Vielleicht mache ich ein paar Fotos, wenn es geht. Und dann komme ich wieder, mache mich für die Abreise bereit und dann gibt es das finale Fazit. So, jetzt aber dann zum großen Fazit hier zum Palazzo Hotel Mönchengladbach. Ja, ich war da unten frühstücken und das zieht sich irgendwie
wie so ein roter Faden durch im Internet steht. Unser reichhaltiges Frühstücksbuffet. Ich habe mal ein paar Bilder gemacht. Ja, da weißt du dann nicht mehr, ob du lachen oder weinen sollst. Es gab eine Sorte Schnittkäse, das war so Gastro-Großpackung, einfachste Formscheiben. Daneben lagen vier Scheibchen Camembert. Und dann gab es so eine Sorte, ich nehme an, das war so eine Geflügelwurst. Und das andere war so eine Art Salami, diese einfache aus dem Päckchen. Das war alles an Aufschnitt. Daneben gab es dann ein paar Päckchen mit Sachen. Es gab Buko in Päckchen, es gab Erdnussbutter und Marmelade. Dann standen da, glaube ich, 4 Becherchen Joghurt. Ja, und zur Auswahl gab es dann an Brötchen, gab es normale Brötchen, Mohnbrötchen und so eine Art Laugenbrötchen und 2 Croissants lagen daneben auf einem Teller. Jetzt weiß ich ja nicht, wie viele Leute sich da heute zum Frühstücken angesagt haben. Ich war jetzt der Einzige, der da unten saß. Ja, und das war's dann auch im Wesentlichen mit dem, was da angeboten wurde. Die Brötchen, das war zwar wohl so eine Aufbackware, weil jetzt da, wo ich an der Rezeption war, rief wohl der Lieferant an und da sagte sie nämlich, ich muss gucken, ob wir hinten noch welche haben. Vorne haben wir jedenfalls keine Brötchen mehr. Ich gucke gleich mal nach. Also backen die wohl selber da auf. Die waren aber wirklich, muss ich sagen, gut. Also da konntest du jetzt nichts meckern. Auch die Croissants waren in Ordnung. Ja, dann stand da ein Kaffeeautomat. Ich hatte da Café au lait gezogen. Ich hatte aber den Eindruck, da war überhaupt keine Milch drin. Wahrscheinlich war die Milch leer an dem Automaten. Das war alles so. Ja, dann standen da irgendwie, ich glaube, 3 Tassen, 2 Gläser und 4 Teller und so ein Korb mit ein bisschen Besteck, kleine Löffelchen für Kaffee oder Joghurt gab es überhaupt nicht. Da musst du dann einen großen Löffel nehmen. Dann standen oben auf dem Buffet-Ding drauf, standen so ein paar Portionspackungen mit Cornflakes. Erstens weißt du nicht, wie lange die da schon zustauben. Zweitens hättest du sie in Ermangelung von Milch gar nicht essen können. Auch so Sachen wie Orangensaft gab es nicht. Sie kam dann nachher noch, fragte, ob alles okay wäre oder ob ich noch Ei haben wollte. Also die hatten noch so einen Behälter da stehen, so einen Warmhaltebehälter, da war gar nichts drin. Wahrscheinlich auch in Ermangelung an Gästen jetzt. Klar, das hätte sie mir dann jetzt wahrscheinlich noch sogar gemacht. Das war ja wieder nett. Die ist ja echt bemüht. Da unten ist die gleiche von gestern. Die ist ja echt lieb und die ist bemüht und die kümmert sich um alles. Aber so das Gesamtkonzept für ein Hotel, die ganze Stimmung hier drin ist so, ich sag mal, so ein bisschen deprimierend. Das hat nicht dieses Prickelnde, dieses Thema Hotel, da kommen viele Leute aus vielen Richtungen hin und da ist Leben drin. Wie gesagt, ich saß da unten alleine, hinter einem Tisch lag irgendwie ein Handtuch auf den Boden geschmissen. In dem Buffetschrank unten, da fehlte auch irgendwie eine Schranktür, da stand unten so ein leerer Pappkarton drin von irgendwelchen Zucker- oder Milchbäckskes für den Kaffee. Die nicht benutzte Kanne für Orangensaft, die stand da auf dem Buffetschrank rum. Da war irgendwie, das war nicht irgendwie, es war überhaupt nicht nett gemacht, nicht nett angerichtet. Das war einfach so, ja, es gab halt was zu essen. Und
Ich meine, ich habe jetzt 6 halbe Brötchen, ein Croissant und einen Joghurt gegessen und einen Kaffee dazu getrunken. Und das geht für 9,99 € total in Ordnung. Nur jetzt mal rein vom Flair und vom Gefühl her, wenn ich das so gewusst hätte, dann hätte ich, glaube ich, lieber 2 € mehr in die Hand genommen, wäre hier irgendwo in den Café gegangen, hätte mich nett bedienen lassen, hätte alles schön angerichtet bekommen. Das war jetzt wirklich so, wie wenn du dir zu Hause selber aus dem Kühlschrank nimmst. Und das ist hier so allgemein, zieht sich das wie so ein roter Faden durch. Wie gesagt, das wirkt irgendwie nicht wie ein Hotel, sondern mehr wie eine Unterkunft. Mehr als ob hier Leute langzeitmäßig wohnen, die irgendwie hier untergebracht sind oder so. Ne, jetzt kam auch wieder so ein junges Mädel hier die Treppe runter, wo ich wieder zum Aufzug ging. Ne, das sind alles so, ich sag mal, so Halberwachsene oder grad Erwachsene, die dann hier irgendwo, das wirkt nicht wie Leute, die irgendwo Urlaub machen oder so, sondern für mich wirkt es so, als ob das Leute sind, die hier eine Unterkunft gekriegt haben, weil, ja, ich kann mir nicht vorstellen, oder es, wie gesagt, es wirkt halt auch nicht so von der Geschäftigkeit her, dass jetzt hier junge Leute Urlaub machen oder irgendjemand besuchen und die sind jetzt hier und die treffen sich morgens und erkunden irgendwas oder so, sondern das wirkt halt so, als ob die den ganzen Tag hier rumhängen und dann ab und zu mal zum Kipperauchen da runterlaufen. Das hat so nicht diese Hotelatmosphäre. Ja, der gesamte Rest, wie gesagt, geschlafen habe ich gut. Das ganze Haus scheint hier, also ich habe im Aufzug mal geguckt, da steht Baujahr 93. Das wird auch so ein bisschen, glaube ich, zum Gesamtkonzept hier der Zimmer passen. Auch so dieses Badezimmerdesign ist so 90er mit diesen Plastikduschdingern, Duschschiebetüren. Das stört mich auch alles nicht wirklich. Ich sage, das habe ich zu Hause auch nicht anders. Mein Bad ist auch noch aus der Zeit und da reise ich ja jetzt auch nicht von jetzt auf gleich raus. Nur wenn ich mich dann im Internet präsentiere als solides Mittelklasse-Hotel, das hier entspricht 2024 nicht mehr der Mittelklasse, nicht in dem Erhaltungszustand und der Ausstattung und dem gesamten Flair hier. Und dann weiß ich nicht, dass immer diese Floskel Mittelklasse immer herhalten muss. Dann sage ich ganz klar, pass auf, wir sind ein Budgethaus. Bei uns kriegst du ein Bett für einen fairen Preis und du kriegst was zu essen für einen fairen Preis. Aber dann da Bilder von einem Frühstücksbuffet mit warmen Speisen und allem mit einem vollgedeckten Tisch im Internet zu stellen. Und dann hast du hier dann am Ende so eine Päckchenauswahl wie im Bordbistro von der Bahn. Ja, weiß ich nicht. Das passt für mich irgendwie nicht. Aber der Hintergrund ist mir natürlich auch klar, wenn man sich als diese Mittelklasse irgendwo positioniert oder präsentiert mit ein paar Bildern und allem. Man muss immer sagen, je nachdem, wie die Bebuchungslage ist, was hier los ist, wenn jetzt irgendwo in Düsseldorf eine große Messe ist. Oder wenn hier in Gladbach Borussia Heimspiel hat oder so, mit wo viele Auswärtsfans kommen, dann werden solche Zimmer natürlich auch deutlich teurer gehandelt. Und klar kannst du sagen, wenn ich, wie jetzt in meinem Fall, 54 € plus 9,99 € Frühstück bezahle und ich lese dann, wir sind ein Budgethaus, dann gehe ich da wahrscheinlich d'accord mit und bin da fein mit. Wenn jetzt Gladbach gegen Bayern München spielt und dann wird hier so ein Zimmer für 95 € womöglich angeboten und dann steht dann, wir sind ein Budgethaus mit Ausstattung von vor 30 Jahren, dann werden die Leute wahrscheinlich nicht so glücklich sein und deswegen wird dann gerne sich ein bisschen wahrscheinlich anders präsentiert, als man dann in Wirklichkeit ist. Also mein Gesamtfazit ist, du kannst hier übernachten, das ist nicht abartig schlimm oder so. Die Matratze war sauber, das Bett war gut, das Badezimmer ging so. Staubsaugen hätte man mal können.
Aber das war aushaltbar, aber es war eben auch beliebig und austauschbar. Ein Flair, eine Atmosphäre, wie ich das aus manchen Hotels kenne, die ist hier nicht aufgekommen. Es ist halt mehr so, sag ich mal, es ist halt besser schlafen als draußen auf der Straße. Sagen wir es mal so. Ne, wenn ich kein günstiges Hotel finde und bevor ich mir die Nacht um die Ohren schlage, bin ich hier 10-mal besser aufgehoben. Aber Urlaubsgefühl kommt hier nicht auf in dem Haus. Definitiv nicht. Also wenn ihr mal nach Mönchengladbach kommt, wenn ihr was wirklich Billiges sucht und hier ist der Preis niedrig, dann könnt ihr hier schlafen. Aber wenn ihr sagt, ich bin vielleicht zu einem Fußballspiel oder so hier mit meiner Partnerin oder zu einem Konzert im Nordpark und ich will es auch ein bisschen nett haben und wir wollen uns einen schönen Abend machen und es gemütlich machen, dann guckt er hier nach den größeren Hotelketten, die wir hier im Ort auch natürlich haben und das kostet dann sicher ein Eckchen mehr. Aber da habt ihr dann auch ein gewisses Hotelflair. Ja, für mich war das jetzt auch mal ganz was Neues hier, so direkt aus meiner Heimat quasi was zu berichten. Würde mich interessieren, ob euch das gefallen hat, ob euch das interessiert. Also ich hätte durchaus Lust, hier auch noch mal ein, zwei andere Häuser zum Vergleich zu testen. Wenn ihr das auch cool finden würdet, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich das wissen lasst und ja, den Kanal mit einem Abo und einem Like unterstützt. Und dann schaue ich mir gegebenenfalls hier auch noch mal eine andere Unterkunft an. Ja, das soll es dann jetzt gewesen sein. Es ist schon wieder viel zu lang geworden, aber wo fängt man an? Wo hört man auf? Man will nichts vergessen und man will natürlich auch keinem Unrecht tun und es damit daher auch so ausführlich wie möglich erklären. Ich sage danke, dass ihr hier reingeschaut habt, dass wir endlich mal wieder ein Hotel-Review machen konnten. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.